Voller Sehnsucht und Neugier wird er erwartet. Siegfried ist der neue Hoffnungsträger einer dahinsiechenden Welt. Dass er von diesem Siechtum nichts weiß, ist allerdings überhaupt erst die Voraussetzung für seinen Einsatz. Ohne jede Furcht schlägt dieser kindische Knabe alles kurz und klein, was sich ihm in den Weg stellt. Absichtlich isoliert und ohne jedes Wissen über seine Herkunft wurde er aufgezogen, um als willfähriges Werkzeug dienen zu können für Machtbesessenheit, Missgunst und Verbrechen. Erwartungen projiziert jeder auf Siegfried. Mime erhofft sich mit der Kraft seines Zöglings, den Riesen Fafner zu besiegen, um den goldenen Ring doch noch an sich zu bringen. Der Wanderer Wotan möchte nur allzu gern seinem heranwachsenden Nachfahren die Last seines eigenen Versagens aufbürden. Und auch Wotans Erzfeind Alberich giert vor Fafners Höhle nach dem Gold. Zwei alte Männer also, die nicht begreifen wollen, dass ihre Zeit längst abgelaufen ist. Regisseur Klaus Guth zeigt aber auch sehr mitfühlend den Reifeprozess des naiven, jungen Helden. Denn vor allem Siegfrieds Instinkt verhilft ihm zu mehr und mehr Eigenständigkeit. Er erschlägt den Drachen Fafner, befreit sich von Mime und stürzt sich, geleitet vom Waldvogel, neugierig, aber auch ziellos in ein neues Leben. Ein letzter Versuch, den Unbändigen zu zähmen, unternimmt Wotan. Doch selbst sein Speer kann ihn nicht aufhalten. Seine Autorität, seine Macht ist endgültig zerbrochen. Siegfried folgt nun einzig seiner Intuition, die ihn zu Brünnhilde führen soll. Lächelnd bietet Brünnhilde ihrem Erwecker ihre Liebe und ihr Wissen an. Doch Siegfried will diese erste Frau seines Lebens einfach nur besitzen. Ängste stehen daher plötzlich im Raum, die zwar von der riesigen Sehnsucht nach einem ersten Liebesrausch noch verwischt werden, aber schon bald das kurze Glück des Paares schicksalhaft bedrohen.